Oh, Dankeschön. Ah, klappt. Siehst du, Mods sind da. Genau dafür habe ich es gemacht, weil ich das vergesse. Umzuschalten. So, ich möchte, warte mal, bei der... Wo ist die Uschi? Da hinten. Ah, nee, 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 nee. Das wollte ich gar nicht. Das... Warum ist das eine Vieh immer weg? Der Ralf wieder mit 500 Bits. Unfassbar. Dankeschön. Ich brauche die Jägerin. Wo ist die? Also das passt mir überhaupt nicht in dem Spiel. Das ist echt eine nervige Sache, dass die als weg sind. Selbst wenn du die Range irgendwie ganz klein hältst. Ich probiere jetzt mal was anderes. Und zwar... Ich mache die Range jetzt mal auf 0. Bei ihr. So. Und dann bleibt die hoffentlich da stehen. Und bewegt sich einfach nicht. Yes. Tierfälle halten. Ja. Herstellen. Das will ich. Garn brauche ich. Okay. Sechsmal Garn. Bam, Spalera. So, dann kann ich nämlich das zweite bauen. Ja, wir sind dann hier. Dann stellen wir das hier hin, daneben. Und dann kann nämlich hier das ganze Fell rein. Und Salz, okay. Salz ist noch drin. Da brauchen wir noch mehr. Okay, sie bleibt jetzt hier stehen. Das ist super. Perfekt. So, dann machen wir das bitte bei denen allen auch. Wir kriegen jetzt die Range einfach auf 0 gestellt. Hey! Und dann stehen die genau da, wo sie stehen sollen. Hier kommt der Schreiner hin. Hier kommt der Oswald hin. Und hier kommt die Bäuerin hin. Last but not least. I love it. Haben wir hier auch wieder Ordnung? Any new discoveries? Du Chef, sag mal,
Was hat er mit Anklopfen auf sich? Der so ein alt wie mich. Dieses Anklopfen ist im Grunde genommen, du kannst anderen Kanalinhabern die Möglichkeit geben, bei dir im Stream anzuklopfen, damit sie bei dir teilhaben können. Also dann würde eine zweite Kamera eingeblendet werden und derjenige wäre dann bei mir mit im Stream, wenn ich das zulassen würde. Ich weiß nicht. Ist nicht so meins jetzt, aber... Ja... Man wohl mal machen. Ja. Habe ich gehört. So, das nehme ich jetzt mal mit. Hier unten. Ne, das ist noch Holz. Steine. Wir kriegen Ordnung. Wir kriegen langsam Ordnung, Freunde. Da ist ein Dieb drin. Ja. So, ich habe dafür noch keine Kisten oben. Okay, alles klar. Verstehe. Dann. Die hätte ich aber gerne. Das sind das alle, die ich habe. Ach so, ich habe mich übrigens entschieden, ich ziehe nicht um. Also ich bleibe hier. Wie man jetzt wohl unschwer erkennen kann. So, die gehen da rein. Und dann können die da rein. Okay, ich muss jetzt mehr Kisten haben. Ich brauche mehr Nägel. Das heißt, ich brauche mehr Eisenschrott. Wir machen das. Ja, ihr könnt es mal testen, auf jeden Fall. Hank, das ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal, dass du versuchst, dich da einzuloggen. Ich glaube, einmal reicht. Also, du bist einmal schon im Lostopf drin. So. Essen jetzt mal alles in eine Kiste und alles, was mit Essen zu tun hat. Ach so, halt, nee, das kann hier. Kiste voll. Jetzt die Kiste schon voll. Nehmen wir das mal da raus. Packen wir noch die restlichen essbaren Sachen da rein. So, hier kommen
Waffen rein. Die Sachen können auch hier rein. Für was brauche ich die Sammlerstücke eigentlich? Weiß das jemand? Also kann mir das jemand sagen? Essen. Essen. Das wird einpacken. Leer. Dafür bekommst du noch eine Quest. Ah, okay. Bekommst dann auch Ausstellermöbel zum Präsentieren. Okay, alles klar. Ich habe mir das schon gedacht. Aber ich war nicht sicher. Alle voll. Ja, perfekt. So. Dann haben wir das doch. Das tue ich mal mit hier oben rein. Perfekt. So, Stärke die Flamme kann ich nicht machen, weil mir da irgendwas fehlt, ne? Das war der plündere Mutterkopf, genau. Die müsste ich mir erst besorgen. Flamme Stufe. Ach so, okay, doch. Ich muss die Plünderermutter finden und die dann platt machen. Ich mach erstmal den Altar weg. Brauche ich jetzt nicht mehr. Da will ich hin.
atmet die so schwer? Ist hier noch jemand? Oh, diese Kiste. Ja. So, dann gehen wir mal, ha? Huh? Die Mutti. Nichts drauf. Rucksack schon wieder voll. Alter. Das ist aber auch ein bisschen nervig. An das Ding denn 30. Komm. 23. Soll ich das wirklich liegen lassen, das Schwert? Ja, ne? Tut mir schon der Seele weh. Aber ey. Ist halt so. Schön viel Eisenschrott, der hier rumliegt. Das ist nice, I love it. Holz kann man auch nie genug haben. Sollte erstmal lang. Grab mal der Königin ist da oben. Dann, gehen wir da hinten lang. Anauze. Kann ich hier oben nicht sterben? Oh doch, kann ich. Sehr schön. Pause.
Stein? Stein. Warum legt ihr den nicht darüber? Aber ich habe doch Leder irgendwo da reingetan auch. Oder nicht? Nö. Habe ich nicht. Das nochmal hier rein. Erde kann. Rinderer Kopf brauche ich. So, jetzt müssen wir mal gucken, was brauchen wir? Wachs, Salz, Funken. Salz habe ich komplett hinten reingegeben, ne? Dann brauche ich nicht Salz, oder? Uff. Feuerstein und Kohle. Auch das kriegen wir hin. Müssen wir auch ein bisschen haben, ne? Bisschen. Läuft. Jo, haben wir. Schleim, Bezelle, Herz, bla bla bla. Altar aufwerten. Bam, Stufe 4. Zwei Altare mehr aufstellen. Ich tue den Kopf auch mal. Ich weiß nicht, warum ich zwei Köpfe gekriegt habe. Fand ich auch weird. Oh, getrocknetes Fell, Hammer. Ach, jetzt weiß ich auch, wo ich das Leder habe. Klar, natürlich, da hinten. So ein Ding ist das. Wie weit geht eigentlich mein... jetzt. Echt so weit schon? Krass. Hm.
kann ich gar nicht mehr absehen, ne? Ja, nicht schlimm. Chat, geht's euch gut? Ihr seid so leise. Wer noch nicht teilgenommen hat, für den Key, dreiviertel Stunde habt ihr noch. Verborgene Jagdgründe. Achso, hier war ich auch nicht drin, ne? Mhm. Hier bekomme ich das Schild. Hoppala. Easy.
Ich glaube, das ist auch irgendwie hier das einzige Gebäude. Ich weiß nicht warum, das ich in- und auswendig kenne von Anfang an. Ist ganz komisch. Ging mir bei keinem anderen Gebäude so, aber das hier, easy. So. Soll ich den abbauen und mitnehmen? Jo, brauche ich ja hier nicht mehr. Von daher brauchen wir gleich nur 5 Steine. Kriegen wir hin. Oder haben wir Steine dabei? Hammer. Und dann gehen wir jetzt hier in die verborgenen Jagdgründe. Weil die am nächsten sind. Da läuft aber viel Fleisch rum, ne? Ich muss da hoch wieder, ne? Alter. La 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 la, oh Nüsschen. Kommen wir da hoch? Oh oh. Hui, bestes Leben. Lehm. Nehmen wir mal mit. Schatzi, ja? Trink mal was. Hier. Hier. Es ist Wasser. Kannst du keine anhören, die Scheiße da. Ja. Ja, dann stirb doch mal leise. Stört mein Chat. Keine Apfelscheiße, ist Apfelwasser. Stirb halt. Ah, moin Chris. Hi, hi.
Das ist übrigens das Befriedigendste in dem Spiel hier, finde ich. Lehm abbauen. Das könnte ich stundenlang machen. Also wenn ich die Ausdauer hätte. Aber Lehm abbauen finde ich total affig. Echt gut. Das hier 13, 20, der kann weg. Adern nehmen auch kein Ende hier. Nicht so gut. Ja, komm. Gut's erstmal. Hui, was haben wir da? Nuss. Nuss. Down ist er. Nicht an die mich eigentlich auch fangen müssen? Ja. Ja, cool. Ja, cool, das wusste ich auch nicht. Dass das geht. Wir haben Erdbeeren und Wildschweine. Ich habe Inventar wieder voll. Läuft. So, Erde kann mal weg. Zack. Noch von hier rein. Hier, da will ich aber jetzt nicht nochmal hin. Obwohl.
Na komm. Ich muss Aufgaben erfüllen, ey, damit ich hier weiterkomme. Einschaltfähigkeit mittlerweile 9, okay. Gesegnete Pfeile. Assassine wird aufgefüllt. Oh, das war doch hier irgendwo. Alles oben? Aua. Wie kam ich denn da hin? Hier hoch. Wie bin ich denn da hingekommen? Scheiße. Ach mein Gott. Da unten war ich nie. Komm aber auch nicht da hoch, ne? Dann müsste ich mich... Jetzt probieren.
Ich kann mich ja jetzt hier. Oh mein Gott. Ja, Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. In jedem Spiel ist das absolut gleiche. Ist halt so. Das war eng. Das war eng gerade. Nein! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, mit den richtigen Stiefeln, Digga. Aber die habe ich halt noch nicht. Bin erstmal froh, wenn ich hier oben bin, ey. Findest du den Weg nicht, hackst du dich einfach hoch. Das ist cool an dem Spiel. Machst du dir deinen eigenen Weg hier? Okay, die nehmen wir natürlich auch noch mit, wenn die hier rumstehen. Okay, noch ein Stück müssen wir höher. Komm ich so? Oder? Nee. Bin oben. Okay. Das Spiel will mich doch verarschen, oder? Komme ich nicht vor. Okay. Sehr weird. Ich war an dem Haus vorhin. Das war da, wo der einzelne Wolf war. Aber ich weiß nicht mehr, wie ich hingekommen bin. Was? Bin ich drüber, oder was?
Standort unten. Ich gehe jetzt nicht hier wieder runter. Nicht hier durch? Nö. Definitiv mal nicht. Aber hier ist eine Wolfshöhle. Das könnte schon die Quest sein. Oh Gott, gib mir den um den Sack. So, jetzt gut. Oh! Henrik Mills Jr. Also das habe ich halt auch gelesen. Es gibt NPCs noch, ne? Hier, hier ist halt sonst nix. Ja, da war ich ja. Ach so, ist damit auch abgeschlossen. Okay. Buckpflanzen. Ah, hier, guck. Farm immer grün. Das ist gut, dass wir da einen Schnellreisepunkt haben. Nee, du bist damit nicht alleine, Drache. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. So, den nehme ich aber mit hier, ne? Ihr habt Angst vor mir, ich weiß. Ich mache euch doch gar nichts. Ja, und nach. Geil.
Nee, ich sehe nichts. Ich sehe einfach nichts. Muss wahrscheinlich da durch die Höhle, aber... Da ist ein Wildschwein. Das machen wir schön erst, wenn es hell ist. Freunde, 13 Minuten noch, könnt ihr teilnehmen. Dann ist das Giveaway zu und ich ziehe einen Gewinner. Wer bis dahin nicht hier drin ist, hat Pech gehabt. Dieses wunderschöne Spiel, was ich spiele, gibt es zu gewinnen. Heute auch zum letzten Mal bei mir, definitiv. Also aus eigener Tasche, sagen wir es mal so. Elfriede 33, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Einfach Ausrufezeichen Enter, dann nimmst du teil. Lass einfach in den Chat schreiben, Ausrufezeichen Enter und dann bist du dabei. Ganz einfach. Genau. Gerne. Da steht auch, dass du teilnimmst. Und in 11 Minuten weißt du, ob du gewonnen hast. Und wenn dann... bekommst du von mir einen Steam Key und kannst dann auch in Shrouded spielen. Wenn du es schon hast, kannst du es auch gerne einem Bekannten oder einem Freund schenken oder wie auch immer. Ist ja dann dein Key. So, wir gehen mal wieder zurück dahin, wo wir herkamen. Ja, ja, das hat gerade ein bisschen Delay gehabt. Cherry, Sunny, hi. So, Richtung stimmt. Ich muss wohl doch durch das Ding da. Aber ich lasse die mal hier stehen. Hier sind die Wildschweine drin. Die lassen wir einfach mal links liegen. Immer gut.
Willst du wirklich sterben? Ich habe ihn gefragt. Tischkleidung. Okay. Cherry nimmt auch teil. Viel Glück euch allen. Oh, fuck. Das hatte ich nicht mehr im Kopf. Dass da noch so ein Vieh ist. Ist da? Ja. Der Bauernhut. So, haben wir hier noch irgendwas? Mit Sicherheit, das war noch nicht alles. Au! Sabrina! Chef, bist du's? Nein. Also meine Chefin, ne? Die nennen wir auch mal Prima. Prima! Mein Spitzname. Ja, wahrscheinlich heißt du Sabrina und ja. Was brauchen wir? Natürlich, es ist jetzt nicht so schwer. Okay, Spuckpflanzen haben wir. Verpasste Glutal-Quest inaktiv. Warum? Okay. Uka-Zeremonie. Mhm, dem müsste ich noch den Arsch versohlen hier. Gehen wir erstmal nach Hause. Warte mal. So. Rina, wenn du das Spiel auch gewinnen willst, einfach Ausrufezeichen Enter in den Chat. Und in ein paar Minuten, 5 Minuten genau, weißt du, ob du es gewonnen hast oder nicht. Dann losen wir nämlich aus. So. Wir haben also Bauernoutfit. Riecht leicht nach Getreide, süßen Sommertagen und Honig. Naja, der Hut. Schuhe. Ja. Ist jetzt nicht so doll. Aber gut. Es war umsonst. Von daher. Gebet der Flamme Schriftrolle. Ja. So soll das sein. Perfekt. Ich wünsche euch gleich allen viel Glück. Die rüsten wir aus. Dann können die weg. Steine da. Knochen, das da. Die Tränke hier rein.
Angriffsrolle. Da Knochen herin. Das da rein. Und lila Bären, da kommt das Fleisch hier rein. Und das Ding da. Die Rübe. Hier sind auch noch Bären. Ja, das läuft doch, Freunde. Das läuft doch wunderbar. Ich bin begeistert. Ja, nur meine Dings, die vermehren sich nicht. Das ist irgendwie ganz komisch. Egal. So, Wuka-Zeremonie. Die mache ich gerade noch und dann losen wir aus, okay? Hinter die Krypta. Frage ist, komme ich hier rüber? Das wird jetzt tricky. Das ist mir zu tricky. Ein Refugee. Ah, oh, cool. Aber ne, du kennst, achso, du kennst Enshrouded gar nicht. Ganz tolles Spiel. Und ja, ich spiele es ja auch solo, also von daher. Und es ist ein ganz, ganz tolles Spiel, wirklich. Mit viel Crafting. Also das heißt, du kannst hier deine eigenen Häuser bauen und wirklich ein richtig schön. Ganz, ganz tolles Spiel. Und es hat gestern halt ein ganz, ganz großes Update bekommen mit einem neuen Biom. Das heißt, es gibt jetzt so ein... Ich glaube... Ich weiß nicht, wo es ist. Keine Ahnung. Ich glaube, hier oben irgendwo so ein Schneebiom. Und mit neuen Gegnertypen und so ein Kram. Also... ich habe es selber noch nicht gesehen. Weil ich jetzt neu angefangen habe und noch nicht so weit gekommen bin. Wir tasten uns da langsam ran. Jetzt kämpfe ich gleich gegen so einen Bossgegner. Gegen den zweiten. Nicht erschrecken, der ist ein bisschen haarig.
So, vielleicht können wir erstmal was essen. Da ist er. Moment mal. Bin ich hier irgendwo? Ah, Gott. Warum komme ich denn da nicht hoch? Moment. Wieder direkt Schlamm hier, ne? Er kommt natürlich hier raus, natürlich. Whoa! Fuck, das war scheiße. Erste Mal, dass ich gestorben bin, Freunde. Und das war saudumm. Saudumm. Ah, hätte ich nicht machen müssen. Egal. Beste Stelle, um aufzuhören, oder? Mann. So. Helden sterben nicht. Ja, fast wieder 5 Stunden. Ich bin. Ja, genau. Danke auch. Ich bin auch gar für heute. So. Wir werden jetzt auflösen, wer denn gewonnen hat. Hier in der Mitte vom Bildschirm wird das gleiche Name erscheinen, wenn ich dann. Wo ist Henk? Ja, Henk hat teilgenommen, aber Henk ist gerade nicht da. Ich tippe jetzt hier einen Gewinner. Und wer die, dasjenige. Dann von mir ein Key. 3, 2, 1. Herzlichen Glückwunsch. Oxford 84. Ich hoffe, der junge Mann ist da.